Eine Frage habe ich an dich. Wie bist du auf meinen Kanal gestoßen? Das würde mich mal wirklich interessieren. Und wir haben heute einen weiteren Trading-Tipp am Start. Let's go! Und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen FIFA 18 Trading-Tipp. Heute mal eine etwas andere Methode. Und zwar werden wir heute mit Silberspielern traden. Und ich zeige euch einfach mal direkt hier auf der Transferliste, ja, welche Spieler ich da so verwende. Und ihr seht schon, das sind alles Silberspieler aus der Barclays Premier League. Ja? Und ihr seht auch schon, dass ich die alle so für, ja, 400 bis 600 Münzen verkaufe und eben, ja, damit Gewinn mache. Den hier zum Beispiel für 4700 Münzen. Der ist aufgrund einer SBC ziemlich viel wert gewesen. Den habe ich extra gesniped. Könnt ihr natürlich auch machen. Taras Shai heißt der gute Mann. Und ja, grundsätzlich, wie gesagt, es sind Premier League Spieler, es sind Spieler, ja, die nicht ganz so viel wert sind, aber die wir alle halt so für 200 Münzen bekommen. Deswegen ist es eine an sich gute Methode. Die Methode funktioniert wirklich vor allem fast immer. Und deswegen ist sie auch eine gute Methode. Das heißt, wenn ihr mal nicht wisst, wie ihr traden sollt, falls mal überteuert verkaufen oder so nicht funktioniert, dann macht diese Methode. Ja, wir gehen hier rauf auf Premier League und schauen einfach mal, was da so der günstigste Spieler kostet. Und ihr seht es, 500 Münzen kostet der günstigste Premier League Spieler. Und was wir natürlich jetzt machen, wir gehen so runter auf 400 Münzen und schauen, dass wir da eine gute Karte bekommen. Es ist natürlich immer unterschiedlich von der Uhrzeit her. Ich würde euch eigentlich raten, eher, ja, so um 7, um 8 sowas zu traden, ja, weil da einfach die Zeit am besten ist, um da Spieler zu bekommen. Hier für 350 waren wir leider ein bisschen zu langsam. Und ja, Freunde, ich werde jetzt einfach mal den einen oder anderen Spieler holen und dann sehen wir uns gleich wieder. Jawohl, für 350 bekommen wir so Lanky, glaube ich, spricht man den aus. Und da geht ihr dann einfach auf den Preisvergleich, schaut wirklich bis ganz nach hinten durch und dann seht ihr eben sozusagen, ja, wie viel der kostet. Okay, für 650 war da schon einer und wir haben ja vorhin gesehen, dass der günstiger nicht drinnen ist. Das heißt, ihr stellt ihn auch wirklich für 650 Münzen rein. Ihr braucht da jetzt nicht irgendwie zu niedrig die Spieler anbieten, denn die verkaufen sich sowieso. Das könnt ihr mir schon glauben. Das heißt, mit dem Spieler machen wir so circa 300 bzw. 250 Münzen Gewinn, weil man halt natürlich noch die EA-Gebühren abziehen muss. Und der nächste Spieler für 350 Münzen gehört uns, und zwar ist das einer von Leicester, ein Engländer, und zwar ist der James. Wir gehen dann immer wieder auf den Preisvergleich, sehen so 950, ja okay, 900, der dürfte schon ein bisschen mehr wert sein. Ja, 900 Münzen, das ist sehr, sehr nice, und das heißt, wir stellen ihn auch wirklich rein für 900 Münzen. Das sind jetzt in diesem Fall, ja, so 500 Münzen Gewinn, also auch eine richtig nice Sache. Mit einem einzigen Spieler einfach 500 Münzen Gewinn gemacht. Jawohl, für 400 Münzen haben wir den hier bekommen. Der hat eine gute Liga, eine gute Mannschaft und eine gute Nation. Denn England mit Arsenal gepaart, das ist meistens ein bisschen Mehrwert. Und wir gehen jetzt einfach mal hier bis ganz nach hinten und schauen dann einfach auf den Preisvergleich, was der gute Mann kostet. Ich habe ihn ja unabsichtlich auf die Transferliste gepackt. Und da seht ihr schon, 500 wird auf den geboten, 2000 war jetzt das günstigste. Mal schauen, ob der noch günstiger wird. Jawohl, für 2000 Münzen können wir den verticken. Sehr, sehr nice. Ich mache jetzt trotzdem mal 1900, damit er auch weggeht. Ja, das sind 1500 Münzen Gewinn. EA-Gebühren sind da so circa 100 Münzen, also 1400 Münzen Gewinn mit einem einzigen Spieler. Und so leicht kann Trading sein. Und das ist eigentlich an sich auch schon die Trading-Methode von heute. Ihr habt es gesehen, es geht wirklich ziemlich schnell, es geht wirklich ziemlich einfach, das Ganze. Ihr müsst die Spieler, falls sie sich nicht verkaufen, einfach nochmal reinstellen. Ich würde sagen, spätestens nach dem dritten Mal reinstellen, sind dann alle Karten weg. So war es zumindest bei mir. Und ihr habt gerade gesehen, wir haben richtig gute Deals gemacht. Innerhalb von ein, zwei Minuten schön irgendwie 2000 Münzen oder so gemacht. Also das ist wirklich sehr, sehr leicht. Und damit war es eigentlich auch schon wieder mit dem heutigen Trading-Tipp. Falls ihr mehr Trading sehen wollt, lasst gerne den Daumen nach oben da. Vergesst nicht, mir in die Kommentare zu schreiben, wie ihr auf meinen Kanal gestoßen seid. Sowas interessiert mich extrem. Und ja, dann würde ich sagen, checkt gerne noch die Links in der Beschreibung ab. Und habt immer High Hopes und ciao.